Vorgestellt, Outpost, First Journey. Wir sind in Vorschau Nummer 3, haben letztes Mal das Bugnet gemacht und sind jetzt hier unterwegs mit dieser Glocke, die da gerade produziert wird. Ja, wir müssen gucken, was wir sonst noch so machen können. Was hatten wir denn da noch hier? Hatte ich doch was gesehen, ne? Das ist hier der Forschungstisch, oder? Cooking Pot, Jump Head, Mill. Ja, eigentlich müssen wir Mill mal gucken, ne? Geht? Ach so, das müssen wir hier erforschen. Da haben wir nur noch 630 Punkte, fehlen uns 20. Ach, die Reuse hatten wir irgendwo gemacht, das war's. Flint, Sand, Mashed Berries, Workbench. Ich weiß aber nicht, wo die ist. So, jetzt müssen wir die Glocke haben, ne? Credits Awards 10% more. Aber das weiß ich jetzt nicht, ob man das irgendwie tragen muss oder so. Wahrscheinlich nicht, ne? Wo ist denn jetzt das andere Ding hier, die Reuse? So. Ach, die war hier unter Tab. Unter Q, nicht Tab. Hier wahrscheinlich nicht, unter Production, oder? Nee, dann war es unter Magic. Nee, Magic war es nicht. Hier, Farming. Dafür brauche ich zwei Fäden. Ach, das war ja nur die Vorlage und jetzt muss ich noch, okay, Threads war hier in der Mill. Die kriege ich hier. Da brauche ich Fibers für. Okay, dann wollen wir mal gerade noch Fibers besorgen. Die können ja nicht so weit weg sein. Kommen die Axt, dann können wir mal einen Baum machen, dann sehen wir ja auch wieder was. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viel Fibers ich hier hatte. 7 haben wir da, okay. Ne, das geht nicht. Also geht schon, aber dauert zu lange und ich will ja jetzt hier meine Axt erstmal benutzen. So, dann springen wir da nochmal hin, machen den Baum auch noch weg, damit wir was sehen, gehen zum Mill und hoffen, dass wir jetzt die Threads machen können. 8 Stück und ich kann nur einen. Achso, das ist eine Garnrolle, die da angezeigt ist. Ich war gerade überlegen, was ist das? Ja, jetzt bin ich gerade aber. Meat cooked fish, Glas. Kann ich den Glas auch machen? Da brauche ich noch Sand für, okay. Geht das jetzt schon? Ne, 1 von 2. Das heißt, ich muss nochmal 8 Fibers haben, um Dingens zu machen, sag schon. Noch einen Faden zu machen. 2 haben wir. Hier gibt es keinen. Doch, da. Okay, da sind wir kaputt gegangen. An Stein vorgekloppt und dann runtergeflogen. Den wollten wir haben, sind wir nicht hingekommen, ne? Da ist nochmal Fiber. So, Fiber haben wir jetzt 8, das reicht. Dann wieder zum Mill. Den Faden gecraftet. Und dann können wir da gleich weitermachen. Steine klopfen hier mal gerade. Und Kohle haben wir ja auch. Die Berries gingen damit, okay. Kuh war das. Und jetzt kann ich das basteln. Nee, ich muss erst noch die Threads abholen, ne? Habe ich sie jetzt? Jetzt habe ich sie. Und die werden auch da drin gemacht. Okay, oh. Ist schon ein bisschen nervig, ne? Wenn jetzt hier die Dingens kommen, wie heißt es? Die Bäume so direkt vor deiner Nase spawnen.
So. Kann ich einen Fortschritt sehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Habe ich den jetzt schon fertig? Ach so, das muss ich da platzieren. Das ist ja auch interessant, ne? Wo kann ich das denn platzieren? Hier im Wasser? Nee. Hätte ich jetzt gedacht, aber wahrscheinlich nur da drüben, ne? Wo kann ich das denn platzieren? Bitte schön. Hier nicht, doch da, ganz nah. Ist nichts drin, okay. Ist 3D Schaufel, ich glaube ja, ne? Ja. Da ist wohl noch nichts drin. Ne? Da ist eine Kuh, Niet. Na, lass mal, ist egal, bräuch nicht. Da kommen wir nicht hoch. Also kommen wir bestimmt hoch, aber. Wir haben das hier ganz schön erweitert, ne? Okay, man kann relativ weit springen in dem Spiel. Also Holz haben wir immer genug, ne? Aber da komme ich jetzt, glaube ich, nicht hin, oder? Ne. Komme ich denn hier hoch? Ja, kommt man. Sehr interessant. Ja, da haben wir jetzt genug von geholt. Jetzt müssen wir nur mal überlegen, wo unsere Heimat ist. Da hinten. Und hier sind schon wieder Bäume auf meiner Basisstation. Also das ist ein bisschen doof. Aber vielleicht kann man das ja auch wegmachen, weiß ich nicht. So, jetzt. Er zeigt es an, dass da was drin ist. Hey, Collect. Fisch schon mal gekriegt, okay. So, dann haben wir Fisch gefangen und jetzt ist die Frage, den können wir hier wahrscheinlich am Ofen was machen mit, oder? Guckt, Fisch geht. 10% Trickle Damage, 120 Sekunden lang, okay. Also auch ein Buff. Ja. Glasorb. Da brauchen wir Glas, Aqua, Butterfly und Flower. Haben wir alles nicht genug von. Was können wir hier weben? Leder. Hide and Thread. So, ich wollte noch mehr sehen. Working Gloves. Arbeitshandschuh. Thread, Flower und Copper Ingot. Okay. Enables Hold-Click-Mode. Automatisch halten Modus. Ja, wie viele Punkte haben wir denn? 1200 und hier oben sind 2,5. Die will ich jetzt noch haben, damit wir gucken können, wie es da weitergeht. Also jeden Baum fällen und sowas gibt es dann Punkte, wie wir gerade sehen. Ich weiß aber nicht, da Kohl gab es jetzt keine Punkte für. Da gab es Punkte für. Hier gibt es doch, da gibt es Kupfer. Da gab es auch Punkte für. Baum abholzen. Gibt es am meisten Punkte, also am einfachsten Punkte für, sagen wir so. Also wir sammeln jetzt mal ganz einfach Punkte ein. Um hier vielleicht, ne? Jetzt brauchen wir nur noch 1000.
Das ist ein langes Spiel, ne? Die Punkte zu kriegen. Okay. Oh, ich dachte, ich wäre schon runtergeflogen. Habe ich noch gerade so geschafft. Okay, da gab es nicht so viele Punkte für. Umso länger man klopft, umso mehr Punkte kann das sein. Das waren jetzt 22 dafür. Ja, könnte sein. Okay. Baum mitnehmen, Baum mitnehmen. Ist noch ein Baum. Oh, den können wir von hier oben sogar abholzen. Krass. Sand. Ah, die Schaufel ging so leicht abzubauen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man mit Schaufel so schnell was abbauen kann. Geht das hier auch? Nee, da geht's nicht. Da ist zwei besser, ne? Obwohl, das macht jetzt nicht wirklich einen Unterschied, oder? Oh, ich sehe gerade, ich habe euch gar nicht groß geschaltet und ich glaube, in dem Spiel habe ich gar nicht die Chance, das zu ändern. Dann schalte ich euch mal ganz schnell so um. Intro, das lassen wir jetzt mal weg, ne? So als, ne? Ja, ich bin jetzt so ein bisschen gerade am Überlegen, ne? Der Michael Friedrich zum Beispiel, der hatte mir geschrieben, ne? Vielleicht hätte ich ja wieder mal Lust, Minecraft zu spielen. Aber dieses Spiel ist so ein bisschen wie Minecraft und momentan gibt es mir hier jetzt gerade nichts. Ich müsste vielleicht aber Minecraft mal wieder spielen. Vielleicht liegt es auch dran, da hier... Okay, das schafft man auch, da an die Wand zu springen und dann runter, hoch. Ja, müsste ich mal gucken. Weiß ich nicht so ganz, ne? Das ist so eine Geschichte für sich. Ich müsste es mal einmal reinspielen und gucken, ne? Er sprach halt von der großen Kathedrale, die ich damals gebaut habe. Ist auf irgendeinen alten Rechner gewesen. Ich glaube, den muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, der läuft, glaube ich, nicht mehr. Ich bin schon tatsächlich am Überlegen, ob ich den nicht sogar schon in Schrott habe. Ich glaube, ich habe den letztens zerlegt. Ne, also, das wird nichts mehr. Die Kathedrale ist wohl für immer futsch. Aber wenn, dann können wir die auch neu bauen, ne? Das ist ja so eine Geschichte gewesen, ne? Die man da nutzen könnte, ne? Und dann eine neue Kathedrale baut, wenn man da Lust drauf hat, ne? Müsste man mal gucken. Ich weiß auch nicht, was es für Add-ons oder sowas gibt oder Erweiterungen oder so. Da müsste man mal gucken. Was mich jetzt hier gerade noch interessiert ist, weil man für diese 2.500 Euro da ein neues Biom machen kann. Komme ich da jetzt hin? Ja, komme ich. Und das würde ich jetzt noch machen wollen, um zu gucken, wie das aussieht. Und dann denke ich, haben wir das Spiel eigentlich in dem Sinne schon gesehen. Ne? Man kann ja wunderbar hochlaufen, wie ihr gerade gesehen habt. Aber hier gab es jetzt nicht so viele Punkte für, ne? Die Steine machen dann noch mehr aus, oder wie sehe ich das? 30, 32 Punkte, nee, 22 Punkte waren das. Und Fallschaden gibt's nicht. Denke ich mal. Aber vielleicht kommt er ja später, kann ja auch sein. Okay, Steine sind schwieriger zu kloppen. Sand ist schwieriger mit der Axt zu kloppen. Ja, ist ja auch nicht so eine große Fläche, ne? Jetzt machen wir mal 3. Ne, 4 ist es. Turtles gibt eine Schale, ne? Oder wie war das? Ja. Haben wir. Haben wir. So, wie bleiben wir? 2300. Are you enjoying this game? Feel free to wishlist the game so you get notification when it's released. I will not ask you again. Maybe later. Ja, maybe later. Gute Frage. Also, ich habe es gerade gesagt, ne? Es ist jetzt nicht so mein Teil. Also, es ist ein cooles Spiel bestimmt, ja, aber ich würde es jetzt nicht auf Dauer spielen wollen. Das ist jetzt für mich nicht so das Ding. Aber es gibt bestimmt noch ganz viele andere Sachen, die ich jetzt hier
nicht alle ausprobieren will, oder wir könnten die natürlich auch noch weiter ausprobieren. Noch Axt, nee. So, jetzt ist Axt. Also neues Biom wäre jetzt noch interessant, wie gesagt. Vielleicht ist da auch was ganz Cooles, das weiß ich ja noch nicht. Deswegen will ich das ja auch mal angucken, ne? Gucken wir mal, dass wir die 2500 Punkte zusammenkriegen. Wir sind ja nicht mehr ganz weit weg, ne? Gerade mal noch gute 100 Punkte. Zack, noch 70. Zack, noch 53. Kein Baum in der Nähe, ne? Muss ich da hinten hin. Okay, das funktioniert ja schon mal ganz gut mit dem dahin laufen. 64, da hinten ist noch ein Baum. Noch 20 Points, kein Baum mehr da. Alles abgeholzt, Schottland hier. Wo ist unsere Basis? Warum gibt es hier keine Bäume mehr? Was ist das hier für ein Shit? Gut, dann müssen halt die kleinen Sachen hier dran glauben. 95, das war ja schon mal viel. Und dieser Berry Bush jetzt auch noch, dann haben wir über 500. Genau, passt. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Kann das sein, als wir eben ins Wasser gefallen sind und gestorben sind, haben wir da vielleicht Punkte verloren? Könnte das sein? Bei New Biome. Zack. Ah, man könnte das auch ein bisschen weniger machen. Kann das sein? Okay. Jetzt sind wir woanders. Aber ich sehe... Ah, da hinten sehe ich unsere Basis. Kann das sein? Das ist unsere Barnesses-Insel. Okay. Und was kann ich jetzt hier machen? Gute Frage, ne? Wie kann ich denn zurück? Weil hier gibt es ja jetzt gar nichts, oder? Doch, da oben ist es. Ich dachte, hier wäre nichts. Warte mal, was ist das hier? Eine andere Blume, oder? Ja, das ist... Nee, ist die gleiche Blume. Es ist eine Flower einfach nur. Okay. Das haben wir auch. Und jetzt müssen wir hier mal gucken. Ah, Return. Da kann man wieder zurück. So, 450 Punkte hier, um zu erweitern. Aber hier kann man nichts mehr kriegen, sozusagen. Aber wir können mal gerade Return machen. Dann sind wir wieder hier. Okay, dann sind wir hier. Wie sieht es jetzt aus? Kann man dann da... Expand Biom. Teleport to Biom. Ah, ich kann nur einen weiteren machen. Kann das sein? Hm, weiß ich jetzt nicht. Also, wir sind schon da. Aber gibt es hier denn was? Stone ist das? Was ist das jetzt hier? Iron, Eisen. Das ist Coal. Das hatten wir eigentlich auch schon da hinten. Was ist das denn? Ah, das ist hier aber neu. Beetroot. Ist das rote Beete? Ich weiß es nicht. Kenne mich da jetzt nicht so aus mit den Gegebenheiten. Gras, okay. Das ist nochmal Gras. Ah, das müsste Wheat sein hier, oder? Ja, genau so ist es. Also eine andere Quelle. Das ist nochmal Beetroot. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist es richtig. Wer es weiß, möchte es gerne bitte in den Kommentar schreiben. Dann brauche ich es nicht googeln, ne? Weil. Flowers, okay. Oh. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, wie viele Punkte ich vorher hatte. Shit. Okay. Das muss ja viele Punkte geben. Das ist ja hartes Material. Aber ich glaube, das waren auch 70 Punkte, oder?
So, und ehe wir return. Gut, dann schauen wir doch mal hier nochmal gerade rein. Spinning Wheel. Thread haben wir, Leder kriegen wir nicht hin. Back könnte man machen, haben wir aber nichts für. Working Gloves, der Arbeitshandschuh, Attraction Cap, Cape. Attraction Artifact, Increased Pickup Range. Ah, dann kann man aus der weiteren Entfernung was abbauen. Okay, da sind Mechanismen bei, die dann etwas vereinfachen. Das ist schon interessant eigentlich. Hier nochmal rein. Increased Paper können wir machen. Magic Branch, Blackbone. Das geht noch nicht. Wir haben noch keinen Knochen. Magic Branch. Ach, den haben wir schon gemacht, glaube ich. Was kann man aus Papier machen? Das ist noch eine Frage. Ne? Ach so, das braucht man woanders für, glaube ich. Ne? Kupfer eben. Ah, gut. Wir können ja auch jetzt Eisenbarren machen. So, da war aber irgendwie was, was war. Können wir hier noch was? Millhammer Cooking Pot. Im Boeing Table Recipe aus. Research 500. Anvil. Und das ist nicht viel. Dann machen wir mal das mit 150 Punkten. Der ist gleich fertig. Die Mill hat sich erledigt. Ist hier noch was zu tun? Sand, da können wir. Da können wir Flint bearbeiten. Aus Stone kann ich dann Flint machen? Oder wie ist das? Das weiß ich jetzt nicht. Ist das so? Kriegen wir das aus Steinen raus? Muss wohl so sein, oder? Der Anvil ist fertig, beziehungsweise die Blaupause dafür. Dann lass uns doch mal gerade gucken. War das hier? Copper Ingot brauchen wir, okay. Drei Stück brauchen wir da. Okay, das wird einen Moment dauern. Wir können auch tatsächlich, glaube ich, drei machen, so wie das aussah. Das ist schon nicht schlecht. Glasorb, ne, da fehlen uns die. Ja, Blatterfleiß können wir auch fangen, so ist nicht. Es sind aber gerade keine da. Ein Dingens haben wir. Was ist da hinten versteckt? Ist eine Kuh, ne? Okay. Zwei Kühe sogar. Wir holen gerade den Fisch hier raus. Wofür es gut ist, weiß ich nicht. Wood, Seaweed. Ah, da war es mehr. Ach, da ist jetzt noch nicht mal Fisch drin gewesen. So sieht's aus. Da kommen ganz viele verschiedene Sachen rein. Interessant. So. Haben wir drei. Was wollten wir? Wir wollten jetzt mit Kuh was bauen. Und zwar den Amboss. Was haben wir denn hier noch? Also das ist Spinning Wheel. Okay. Und jetzt? Ah, da ist er. Hier kann ich den nirgendwo hinstellen. Das ist ja auch interessant, oder? Hier war doch gerade eben so ein... Okay. Ich glaube, das ist das Problem gerade gewesen, deswegen ich das da nicht hinbauen konnte, oder? Ja, so sieht's aus. So, dann gucken wir gerade noch, was er hier macht. Skillshop, okay. Haben wir den schon? Weiß ich gar nicht. Glas und Brick, okay, konnten wir noch nicht produzieren wahrscheinlich. Hier können wir den Cauldron machen. Und da noch nichts. Okay, wofür ist jetzt der Amboss gut? Ah, jetzt steht da Interact irgendwie. Kupferne Pickaxe. Eiserner Schlüssel. Copper Ring. Allows you to reduce crafting time by clicking structures by -12%. Okay, das sind noch sehr schöne Sachen, die man hier macht. Also es baut immer noch weiter auf. Also vielleicht gucken wir da noch mal rein, weil was mich noch ein bisschen interessieren würde, wir haben jetzt zum Beispiel ja, Dismantle Your Structures und
Also kann ich was kaputt kloppen. Was mich interessieren würde, gibt es die Möglichkeit, eine Hütte hier zu bauen oder sowas? Da würde ich mich noch für interessieren. Da müssen wir wahrscheinlich noch irgendwelche anderen Dinge entwickeln. Machen wir alles in der nächsten Vorschau. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Und sorry nochmal, dass ihr diesen kleinen Blick so lange hattet. Ich hab's verpennt. Aber den Spielstand konnte ich nie wiederholen, weil ich habe hier jetzt nicht nachgeguckt, wo der gespeichert ist. Alles klar, bis dann. Ciao.